Ja, hallo und Glück auf zu einem Legendentalk mal an einem Samstag. Schalke ja gestern am Freitag gespielt in Elversberg. Ja, Ergebnis sind wir hin und her gerissen, zufrieden, nicht zufrieden, werden wir gleich erfahren, denn wir sprechen heute wieder mit Rüdiger Abramczyk. Und wer genau hinschaut, der sieht, der Klaus, der ist gar nicht da, der ist im Kurzurlaub, den haben wir versteckt. Genau. Oder? Dafür ist aber ein anderer Protagonist, so wollte ich sagen, anwesend. Ein Künstler aus Gelsenkirchen, gebürtiger Buraner, Christian Nienhaus. Und was es damit auf sich hat, warum der jetzt hier ist, das werden wir heute im Laufe der Sendung noch erklären. Es wird auf jeden Fall ganz spannend und farbenfroh, so kann ich schon mal sagen. So, Abi, Musik. 1-1. Ja, Glück auf erstmal. Ja, Glück auf, 1-1. Entschuldigung. Das Glück auf. Wichtigste hier im Ruhrpott, ne? Man grüßt sich mit Glück auf. Ganz wichtig. Genau. Also, wie gesagt, zum Spiel 1-1. Ich meine, dass er ein bisschen zu wenig war für uns. Aber okay. Ebersberg hat sehr gut gespielt. Die ersten 10 Minuten haben wir also gut, sehr gut gespielt, meiner Ansicht nach dem Pfostenschuss oder Lattenschuss von Karaman haben wir dann aber wieder so in unserem alten Trott reingefallen, komischerweise, weil die erste Viertelstunde haben wir ganz gut gespielt, aber irgendwie ist dann der Faden gerissen, fand ich. Und Ebersberg ist einfach nach vorne, wir wurden immer frecher, meiner Ansicht nach. Und ja, so wie das im Fußball nun mal ist, wenn du dann nicht mehr richtig Gas gibst im Mittelfeld. Mittelfeld war für mich dann auch ein bisschen zu weit von ihren Leuten weg. Auf der linken Seite war es mit Neubauer, heißt er, glaube ich, der Verteidiger. Und der hat gegen Supi gespielt. Da kam gar nicht zurecht. Und der hatte sehr viel Druck über die Seiten gemacht. Und ich weiß nicht, da hat Gerrits meiner Ansicht nach ein bisschen zu lange gewartet, weil in der Defensive ist Supi nicht so super. In der Offensive ist aber auch nicht so viel gekommen von ihm, weil er meiner Ansicht nach auch nicht die Kraft hat, 90 Minuten durchzuspielen. Also mit maximal 60 Minuten, dann ist er auch schon am Ende, meiner Meinung nach, seiner Verletzung. Und auch vorher war er auch schon verletzt gewesen. Also ist jetzt nicht so, dass alle damit gerechnet haben, dass der da über der rechten Seite die Flanken reinschlägt für Terodde und dass da was passiert. Also wir haben über die linke Seite meiner Ansicht nach sehr viele Schwierigkeiten gekriegt. Und wir waren im Mittelfeld meiner Ansicht nach nicht so nah an den Leuten dran, dass wir die 1 gegen 1 bekämpft haben. Wir haben, glaube ich, meiner Ansicht nach zu viel im Raum gespielt. Und dann passiert natürlich sowas, dass du da bei so einer Standardsituation, wo ich glaube, Kaminski ein bisschen schlecht steht, also Kaminski, wenn ein Freistoß von rechts kommt, stehe ich eigentlich als Verteidiger vor diesem langen, ich weiß gar nicht, Meinst du jetzt das Tor? ja, das erste Tor. Und da stehe ich eigentlich vor ihm, weil wenn ich den Ball nicht kriege, laufe ich nach hinten rein. Und dann, die sind beide 1,92 groß und Kaminski hat sich hinter ihm gestellt. Also wenn der Ball so reinkommt, hat er gar keine Chance, weil er ist der Erste, der reinläuft und Kaminski ist der Zweite hinten dran. Also das war ein taktischer Fehler von Kaminski und wenn du solche Fehler machst, kriegst du natürlich ein Tor rein. Aber die haben wir ja schon oft gemacht. In Kaiserslautern waren die gleichen Fehler gewesen. Aber dass wir das nicht abstellen, das ist komisch für mich. Und ja, sonst müssen wir noch ein bisschen drüber reden. Vielleicht willst du mal was dazu sagen. Ja, Vielleicht. wie sieht denn ein Künstlerfußball? Ich habe dich ja jetzt erstmal ausreden lassen, ne? Ja. Du musst ja erstmal anfangen. Du bist ja der Profi. Ich fand auch die ersten 10 Minuten, ich habe nicht das ganze Spiel verfolgen können, weil ich gerade in anderem Stress bin, aber das war großartiges Spiel am Anfang. Aber dann verlieren sie dann halt, ne? Dann ihre Stärke wieder. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, ob sie nur 10 Minuten dann halt alle durchhalten oder ob sie in den 10 Minuten auch erstmal ein Tor schießen müssen, um dann die Emotionen dann das ganze Spiel halt durchzuziehen. Wenn ich in St. Pauli hier gestanden habe, dann habe ich gesehen, das geht ja auch erste Bundesliga irgendwie, ne? Also da war dann so viel unterwegs, war so viel los und so viel Power drin. Das vermisse ich halt dann einfach gegen ja, Elversberg. Das ist ja Wahnsinn, dass wir uns da so darüber unterhalten und sagen: Mein Gott, warum haben wir da das Spiel nicht gewonnen und gehen da halt mit einem Punkt raus? Ne? Weil der Ja. Gewinner war halt natürlich dann 58. Minute, ne? Dass wir dann wenigstens einen Punkt dann mit nach Hause nehmen und das war top, war das, glaube ich. Ne? Der hat Ja, also der Top hat zugeschlagen. Ich habe auch nicht verstanden,
Warum er nicht gespielt hat, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung, das kann ja nur ein taktischer, sag ich mal, eine taktische Sache gewesen ist, weil Schamberg ist dadurch reingerutscht wieder. Also ich hätte es nicht so gemacht, ich hätte Top von Anfang an spielen lassen. Weil ich habe den Eindruck gehabt, wenn man Ewelsberg richtig unter Druck setzt, dann machen die auch Fehler. Das haben wir leider nicht gemacht. Wir haben uns immer ein bisschen zurückgezogen wieder so. Und was Klaus ja immer gerne sagt, der Klaus sagt immer, oh, wir müssen direkt drauf gehen und so. Ich sage das auch, Gefühl direkt habe, drauf. Das Gefühl habe ich auch gehabt. Am Anfang habe ich gesagt, warum gehen die nicht sofort? Aber die erste Viertelstunde war ja auch okay. Ja, aber ich sag mal, über außen kam zu wenig. Für mich Yusuf Totalausfall, also tut mir leid, also das war gar nichts gewesen. Weder von der rechten Seite noch von der linken Seite kamen vernünftige Flanken, dass man Terodde da so ein bisschen, ich glaube, Terodde hat nur einen Kopfball gemacht im ganzen Spiel und da war er sich noch mit dem einen zusammengehauen. Also ich glaube, fast noch eine Platzwunde geholt. Also es kam über außen zu wenig und dann ist es natürlich auch schwer für so einen Terodde, der davon lebt, über Flanken eben in sein Spiel reinzukommen. Und daran müssen wir arbeiten. Ja, daran müssen wir arbeiten und da kann man sich um den Rücken legen und nur lachen manchmal. Aber das ist so. Wir müssen über außen kommen, wenn wir mit Terodde in der Spitze spielen und da müssen Flanken passieren. Und deswegen habe ich ja gerade gesagt, der Supi, der kämpft ja mit sich selber. Der rennt ja nur von unseren 16er bis zur Mittellinie und dann ist Ende. Ich glaube, der war einmal über der Mittellinie und dann hat er so eine Halbflanke hingeschlagen. Und dann musste er schon wieder nach hinten laufen und dann immer, wenn er schon so macht, dann weiß ich schon Bescheid. Also dann dauert nicht mehr so lange. Dass der dann irgendwo platt ist, ne? Naja, okay. Aber da sind wir uns einig, dass Top definitiv eher eingesetzt werden sollte, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ja. Ich finde auch. Also, aber Geritz hat sich dabei was gedacht. Ja? Hat ja auch nach der Pressekonferenz gesagt, oder während oder nach dem Spiel, dass halt die Antwort, die er erhofft hat, sich von Keke Top auf dem Spielfeld bekommen hat. Also muss ja im Training was gewesen sein, wo er gesagt hat, naja, vielleicht war es dann doch nicht so viel Wille. Ja, aber er hat auch gleichzeitig gesagt, René, dass er das Spiel nur mal drüber nachgedacht hat, dass, als wir hier verloren haben, da wollte er das Mittelfeld ein bisschen stärker machen. Also der wollte nicht so offensiv spielen, dass wir ausgekontert werden. Verstehe ich auch, aber das ist ja eine taktische Sache, wie er das dann im Endeffekt aufstellt. Das ist ja seine Sache, ist nicht meine und nicht deine Sache. Sondern er hält ja den Kopf dafür hin und wenn es klappt, klappt und wenn es nicht klappt, dann muss man da schon was zu sagen und dann muss man eben sagen, warum hast du das gemacht? Aber dafür sind wir auch nicht zuständig, dafür ist die Presse zuständig und die Presse wird dann schon das Richtige fragen. Ne? Ein Punkt, alles im allem, aber trotzdem... Aber du weißt, ich habe gesagt, ein Punkt, ich bin froh, wenn wir einen Punkt holen, wir haben einen Punkt geholt, das ist erstmal okay, ja. Wenn wir jetzt noch 4 Punkte holen, dann... ist alles in Ordnung. Das ist vollkommen richtig. Das hast du Düsseldorf. Also Düsseldorf habe ich ja gesagt, gegen Düsseldorf haben wir eigentlich immer ganz anständig hier gespielt. Ja. Und ich glaube, dass Düsseldorf auch ein bisschen überschätzt wird, dadurch, dass die jetzt oben stehen. Also ich würde jetzt als Schalke 04, als unsere Mannschaft, würde ich jetzt sagen, Jungs, die fressen wir auf in unserem Stadion. Also es kann nicht sein, dass Düsseldorf uns hier eigentlich zu Hause schlägt. Das gibt's nicht. Also Düsseldorf hat immer gegen uns schlecht ausgesehen, vor allen Dingen bei Auswärtsspielen. Und dann gehen wir mal zurück, das Heimspiel in Düsseldorf haben wir zu viel Fehler gemacht, deswegen haben wir das Spiel verloren. Wir haben aber trotzdem auch 3 Tore in Düsseldorf gemacht, darf man nicht vergessen. Ja, also wenn man hier Samstag 3 Tore macht, dann haben wir müsste das eigentlich reichen, ne? Ja, von Anfang an in der Art aggressiver spielen und dann halt einfach Druck aufbauen, damit die Gegenmannschaft Angst kriegt und sagt, okay, die sind heute gut drauf, jetzt müssen wir uns anstrengen und dann haben sie schon ein Tor drin und dann hat man sie vielleicht im Sack. Ja, ein bisschen Glück haben wir gehabt. Also da war jetzt einmal dieser, wie heißt der, Warner? Warner, genau. Und der ist ja 17 Jahre alt. Ich meine, der kommt auch von Bayern München. Also der Junge, der gefiel mir richtig gut. Der hat das Ding da an der Latte geknallt. Der ist auch manchmal, hält er den Ball zu lange, aber das ist auch ein Talent, das kann man mal sehen. Der ist, glaube ich, schon einen Schritt weiter als Yusuf, meiner Ansicht nach.
weil der mehr mitspielt und auch mehr den Kopf hoch hat und. Bei Yusuf ist das manchmal, der den Kopf zu weit runter und dann macht er Sachen, der macht auch ein paar gute Sachen, der Junge, aber der Abschluss, das ist bei dem einfach, ja, da fehlt was. Da fehlt irgendwas, da müssten die dran arbeiten, weil er schnell, der ist, ich mag das, wenn einer eins gegen eins geht, aber das allerletzte, du weißt du, so an so einem Bonbon, ist, ja, dass der Abschluss kommt und das tut mir manchmal ein bisschen leid für den Junge, aber daran muss er arbeiten. Was soll man noch über Elversberg sagen? Tolle Mannschaft. Ja, also, tolle Mannschaft. Also ich glaube, dass sie sich gerettet haben mit 40 Punkten. Ja. Also ich glaube, 40 Punkte reichen irgendwo. Und deswegen sind wir auch nah an den Punkten schon dran. Aber wir sind noch nicht. Wir müssen Düsseldorf hier weghauen. Dann sehe ich da langsam Licht am Himmel. Und dann werden wir sehen, dann wird die Saison auch noch gut auslaufen. Wenn der Druck einmal weg ist, weißt du, das ist wie bei dir, wenn du als Künstler bist und hast eine Wand da und sagst, meine Güte, was streich, wenn der erste Strich da ist. Ja, so, und dann weiß man auf einmal, wutsch, dann geht es auf einmal los und dann fängt man an und dann ist der Kopf frei und dann fängt man an zu malen oder wie auch immer. Und das ist im Fußball genau das Gleiche. Und das hast du gestern ja auch gesehen, 18. Minute, dann ging es runter. Dann ging es gestern einfach mit dem Oberschalke richtig runter. Ja, das ist das, was du sagst. Es war am Anfang okay, dann klappte es nicht. Ja, dann war der Lattenschuss und dann sind die wieder in den alten Trott reingefallen, komischerweise. Ich weiß nicht warum. Also sind immer die gleichen Spieler, also wie du schon vorhin mal unter vier Augen gesagt hast, gegen St. Pauli haben wir super gespielt. Und dann kommen die wieder in so einen alten Trott rein und das verstehe ich nicht. Also der Platz ist sicherlich genauso groß wie jeder andere auch. Das Stadion ist halt sicherlich scheiße gewesen, das muss man auch sagen. Sky hat auch immer schlecht die Kamera geführt, also immer hinterm Tor und so ein Blödsinn. Da ich mich schon drüber geärgert habe. Ja, da wackelt die Tribüne. Eigentlich so ein richtiges altes Stadion, wo du sagen kannst, aber hier dürfen wir nicht verlieren. Ne? Aber wie gesagt, Ebelsberg hat eine gute Truppe. Zu viel Kopf. Ja, das ist eine Kopfgeschichte, aber Ebelsberg hat auch gut gespielt, das muss man auch sagen. Und vorlegen mussten sie alle anderen Mannschaften, auch kurios an dem heutigen Spieltag oder an diesem Wochenende, man spielen alle, die unter Schalke stehen, ab Platz 13 untereinander. Mhm. Wird dann auch mal spannend, wie dann die Voraussetzungen punktetechnisch dann für nächste Woche sind. Ja, ja, ist und gut. Und dann noch vier Spiele. Ich denke, einen Sieg würde vielleicht reichen, dann ist Schalke auch durch. Das ist wirklich so, wie du gerade gesagt hast, die spielen alle untereinander. Und wenn sie unentschieden spielen, ist es ja auch immer gut für uns. Ja, aber wenn jetzt einer wieder gewinnt, der vielleicht unten ist, dass doch wieder einer rankommt. Also lass uns Düsseldorf schlagen, dann bin ich mit meinem Herzen schon mal ganz weit vorne, weil das ist dann schon eine Geschichte. Das wird den Druck, wie du gerade gesagt hast, das wird den Druck rausnehmen. Genau, und das ist dann alles okay, dann läuft die Kiste von alleine. Es war gestern noch zu lesen, künstliche KI, irgend so ein Programm hat dann alles berechnet und Schalke bleibt auf jeden Fall drin. Ja gut. Aber ich habe das auch so berechnet. Ja, der René hat schon lange berechnet, über Monate schon hat er, jedes Mal rechnet er uns hier vor und. Ja. Wir können ja fast noch aufsteigen. Also der René, der hat alle Sachen drin gehabt. Also Aufstieg, fast Abstieg und. Also wir wissen über den René auch immer Bescheid, wo wir stehen, wo und was wir machen müssen. Also das macht er immer sehr gut und wie du schon gesagt hast, gucken wir mal, dass wir Düsseldorf da in Schwierigkeiten bringen zu Hause, dann werden wir sehen. Und dann die müssen wir als Verlierer nach Hause schicken. So ist das. So. Ja, noch vier Spiele und dann durchatmen, dann ist diese Saison hoffentlich halbwegs erfolgreich vorbei und dann freuen wir uns aufs nächste Ereignis, die Fußball-Europameisterschaften. Die spielt ja auch in Gelsenkirchen eine große Rolle, vier Spiele werden hier stattfinden und im Vorfeld gibt es einiges am Programm und darum ist auch unser Christian Nienhaus heute hier. Der hat nämlich was ganz Besonderes. Was hast du hier vor? Ja, Colorful Art of Football. Seit 6, 7 Jahren schraube ich schon an diesem Projekt. Das größte Bild der Welt hier auf Schalke. Wenn der Rasen rausgefahren ist und die Südtribüne nach hinten geklappt ist, dann habe ich hier 12.800 Quadratmeter Fläche und die wird dann komplett ausgelegt mit einem Spezialkarton, Malkarton von der größten Kartonfabrik der Welt, die das stiftet auch. Und dann kommt hier von der Firma Stroh ganz tolle Farbe an, bis zu 10.000 Liter.
Und dann habe ich 3 Tage Zeit, das Ding aufzubauen. Dabei male ich ein Publikum, so wie im Stadion, wenn man sieht, wenn alle mit ihren Schal und mit ihren Fahnen halt jubeln. Und dann gehe ich hin und habe jetzt schon seit Wochen mit Fußball-Junioren zwischen 16 und 30, das sind Fußballspielerinnen und Fußballspieler, mit denen habe ich die schönsten Fußballzüge der Fußballgeschichte einstudiert. Und die werden wir, sind insgesamt 12, die werden wir dann hier nachspielen. Die kommen nämlich dann mit Farbrucksäcken auf das Spielfeld und in jedem Rucksack sind 25 Liter Farbe drin. Gibt es einen besonderen Spielzug, den man jetzt mal erwähnen könnte, was sich die Fans freuen können? Also wir sind von 1954, da gibt es natürlich vielleicht einen, den man gut kennt, wenn Rahn dann doch mal schießen sollte. Aber auch wir sind halt eben auch bis 24 natürlich aktuell Situationen, wenn der erste Schuss kommt, der erste Spielzug wird dann Florian Wirtz sein, der das in 8 Sekunden mal eben nachspielt. Genau. Wenn ich dazwischen springe, hast du Schalker-Spieler auch, die das machen? Ich habe auch junge Schalker-Spieler dabei. Ja, da muss Vorstand, die müssen also alle ran hier? Die sind alle hier, natürlich. Wie soll man sich das, werden die eingeladen oder müssen die einen Beitrag zahlen? Ja, es ist halt eine kleine Gruppe von der Delegation, die ich hier reinbringen kann, weil anders geht's nicht. Ich mache was ganz anderes, was noch niemals da war. Dass halt da auf dem Boden liegen 13.000 Quadratmeter Pappe. Das ist eine Brandschutzgeschichte. Dauert ein Jahr, bis man sowas ausgeklügelt hat, hier mit der Feuerwehr, mit dem Brandschutzmeister, der dann sagen würde, geht oder geht nicht. Und deshalb konnte ich nicht das Stadion aufmachen. Das hat nicht funktioniert. Aus diesen Sicherheitsaspekten. Aber es sind halt ein paar Leute hier auch von Schalke. Es sind halt auch ein paar Leute von der Stadt, von der Oberbürgermeisterin, die hier dann exklusiv halt eine kleine Ecke haben, die dann halt erlaubt ist, um sich das auch live mit anzuschauen. Aber es wird halt komplett übertragen. Es gibt einen Livestream im Internet und der geht weltweit raus. Das wird auch professionell gemacht mit verschiedenen Kameraperspektiven, sodass man sich das live anschauen kann. Es wird einen großen Dokumentationsfilm über das Projekt geben, wo auch die Premiere hier im Kino auf Schalke stattfinden wird, wo man dann halt eben auch alles nachvollziehen kann. Wir fangen aber auch an mit Blau und Gelb. Das sind also 11 und 11 die Spieler, die ganz normal aufs Fußballfeld oder auf die Leinwand gehen, haben diesen Schlauch, der hinten aus dem Farbrucksack, wo da 25 Liter Farbe rauskommt, und dann beim Anpfiff lassen die den los und dann können die 7 Minuten 30 spielen. Und dann hat man die blaue und die gelbe Farbe und die werden sich kreuzen, daraus kommt die Sekundärfarbe grün und dann ist dieses Thema, was wir jeden Tag haben. Wir lernen Leute kennen, die Philosophie hinter diesem Projekt, dass man Begegnungen hat, wozu so eine EM eben auch steht. Dass die Menschen aus aller Welt hier hinkommen, sich kennenlernen, kommunizieren, dieses Spiel zusammen genießen und nach Hause fahren und wieder ein Stück aus dieser Kommunikation mitnehmen. Und das ist eben diese Verbindung der Farbe, die sich zusammenbindet und dann zusammenschmelzt und dann die Fußabdrücke. Da sind ja 100.000 Fußabdrücke durch die Farbe. Deswegen wollte ich gerade fragen, wenn die alle die Farbe haben, haben die eben die Gummistiefel an? Die haben normale, das sind Basketballschuhe, weil man die oben zuschnüren muss, damit die halt, wenn dann irgendwas passiert, die werden mal wegrutschen, weil das ist glatt und mit Stollen würden sie das. Aber du lässt das dann auch so, wenn einer wegrutscht, ist er weggerutscht. Ja klar, natürlich. Wie im Spiel auch. Wenn er wegrutscht, Die werden ja Tore schießen, dann muss der auch mal jubeln, dann muss auf die Knie rutschen und toll. So. Das wird also richtig. Finde ich richtig gut. Mit richtig Power. Finde ich klasse. Machst du das mit Zuschauern dann? Also eine kleine Delegation ist dann hier. Ich meine, können die Leute dann zugucken? Dürfen die ins Stadion? Nee, das funktioniert das halt nicht. Ja. Ja, es funktioniert wegen dem Brandschutz nicht. Also deshalb konnten wir das Stadion nicht aufmachen. Auch viele Ordner dann mitbringen müssen. Und es wird halt dann auch mal ein Budget sprengen. Das muss man auch sagen. Das ist dann irgendwann. Aber ist das Stölting hätte ja wahrscheinlich auch mal ein bisschen Budget offen. Stölting ist großer Sponsor dieser ganzen Geschichte. Ach so, also der ist auch schon dabei. Ich meine, ein ganzes Stadion aufzumachen und dann auch diese Brandschutzverordnung. Ich finde die Idee klasse, was du da machst. Das hätte ja auch sicherlich noch kein Mensch gemacht. Nee, hat ja noch keiner. Und das
Also ich finde es gut, René. Also das, Interessante ist, was ja noch wichtiger ist, warum macht man das noch zum Schluss, steht halt der Charity-Charakter. Mhm. Schalke hilft, ist halt da mein größer oder ist mein Partner, den ich dann halt auch unterstützen möchte mit einem schönen Programm. Das heißt, wenn das Bild fertig ist, wird es fotografiert. Dann kann man sich das vorstellen, es ist halt man sieht den Fußballplatz, die Linien, man sieht das Publikum und dann ist halt eine Vielfalt von Linien, die man sieht mit Fußabdrücken. Es ist halt dann ein tolles, abstraktes Bild, welches aber nachvollziehbar sind, weil jeder Spielzug und Spielzug nacheinander nachvollziehbar und auch da auf dem Blatt passt. Bevor ich das falsch ja. ist, wenn ich jetzt so ein Viereck habe, ja. kann man dieses Viereck dann kaufen? Genau. So, dieses Viereck kann ich kaufen. Und genau. Wie viele Stücke sind das dann also ungefähr? Wir machen 10 mal 10 cm große Quadrate. Und ja. die kommen dann auf ein gedrucktes Bild, 1 Meter mal 70 und kommt unten rechts das Original. Das heißt, man hat das Bild einmal als Druck ja. und man hat ein Stück von dem größten Bild der Welt als Original Schön. Und kleben. Super. Das machen die Gelsenkirchener Werkstätte, die kleben das schon auf. Da kommt schon der erste Euro für den guten Zweck raus. Das ist schon mal gut. Die Werkstätte sind immer gut. Die spielen übrigens auch mit. Ich ja? habe 6 Rollstuhlfahrer Schön. Als Linienrichter. Die werden mit Paten, mit VIPs, mit ja. Henning Baum und so, die schieben dann rechts und links, schieben die dann rauf und runter und haben auch noch Rucksäcke hinten, wo dann ja, die Reifen durchlaufen. Die Werkstätte, die habe ich auch schon ein paar Mal unter unterstützt mit den Kindern da, die so ein bisschen behindert sind. Die freuen sich auch wie Bolle. Ja, ja, die sind Weil toll. Die sind ja alle Schalker-Fan und ja. die freuen sich halt das erste Mal hier im Stadion da unten natürlich auch mal aktiv ja, mitzumachen. Klar, logisch. Das sind ganz verrückte Kinder bei dir, ganz verrückt Schalke sind. Ja. Als ich da mal hinkam, da 2, 3 Trikots, ich sag mal, ja, hör mal, ich freue mich, dass du hier bist. Also ganz tolle Kinder und das finde ich toll. Was meinst du, was das eine Aktion war? Wir konnten ja nur 6 mit einbeziehen. Ich habe ja. 6 Spiele und dann habe ich dann 2x2. Aber ja. ich konnte ja nur 6 reinziehen. Da sind ja 250 Rollstuhlfahrer. Was meinst du, ja. wie schwierig das war, die 6 auszusuchen? Die anderen waren alle fertig mit der Welt. Ne? Ja, ja, aber trotzdem, die kriegen auch alle nochmal irgendwo ein schönes Plakat ja, von mir. Wunderbar. Und da sind die alle mit zufrieden. Jetzt haben wir ja einen Riesenvorteil. Wir zeichnen ja unsere Sendung in der Felddienstarena auf. Ja. Und vielleicht kannst du es einmal kurz nochmal zeigen, was alles noch verändert wird und wie sich das dann darstellen wird. Ja. Dann nehmen wir mal hier die Kamera und gehen einfach mal raus ins Stadion. So. Wie lange ist das? Ja, wir haben ja Glück und der Rasen ist ja schon raus. Also die das Aktion heißt, der Rasen, ist. Der wird auch, der ist hier nicht drin. Genau. Es bleibt so und das ja, wird genau. so verarbeitet. Genau, wir haben jetzt hier vorne sehen wir noch Tribünen von der Nordkurve. Hier ganz vorne sind auch noch Tribünen, wo dann auch die Spieler sitzen. Und das wird alles auch noch komplett gecleant. Und wenn das dann komplett frei ist, dann geht noch die Südtribüne, die können wir auch noch zurückfahren. Die fällt zurück. Dann habe ich nochmal 1500 Quadratmeter, habe ich nochmal mehr Platz. Und dann habe ich eine Spezialfolie, weil. Das Wichtigste ist natürlich, ich darf hier natürlich nichts Farbe noch hinterlassen. Deshalb muss ich erstmal eine Schutzwanne machen. Das sind 20.000 Quadratmeter, die werden sogar überlappend über die Tribünen auch noch drüber gesetzt. Ist halt wie so eine Wanne, die dann fertig gemacht wird. Und dann kommen insgesamt 16 Rollen, die sind 1,60 Meter und da sind 2 Kilometer Papier, Karton drauf. Naja. 500 Gramm Karton, die kommen hier rein. Super. Speziell werden die ausgerollt und dann ein tolles Team mit 50 Leuten, die werden dann 3 Tage Tag und Nacht die Dinger verschweißen, verkleben. Und dann ist das eine weiße Fläche. Dann kommen da hinten diese Tanks hin, das sind Silos. Da ist eine Auftankmannschaft, wie bei der Formel 1, mhm. weil die setzen sich ja hin mit den, Rucksäcken. Und dann wird jeder Rucksack in 30 Sekunden mit 25 Litern betankt. Und dann haben die, das sind 30 Kilogramm, die drauf haben. Mhm. So gehen die erstmal auf die Bühne. Oh, schöne Menge. Und dann wird es immer leichter, dann werden die immer schneller und dann werden sie wahrscheinlich auch immer risikoaffiner. Siehst du, René, was der Talk alles macht, hä? Genau. Das ist ja herrlich. Ne? Also nicht nur Fußball, sondern auch eine weltweite Geschichte hier. Also das ist ja superklasse, finde ich. Und das Gute ja auch für den guten Zweck. Genau. Ja, das ist das Wichtigste. Ja? Jeder kann für 49 Euro weltweit halt diesen Kunstdruck erwerben und kann ein Stück, ja, Gelsenkirchener Geschichte wird das werden, dann eben auch kaufen, aber ein Stück von dem größten Bild der Welt. Und das für einen Preis, den man sich eigentlich jeder leisten kann und das als schönes Andenken auch für die Fußball-EM und auch die Philosophie, dass man Wunderbar. Zusammenkommt und dass man zusammenfindet, friedlich ne, und nicht im Streit Super. Und das halt dann etwas mitnimmt für die Zukunft. Ich glaube, der Legende wird auch kaufen ne? und dann verlosen wir vielleicht. So ja, auf jeden oder? Fall. Ja. Der Fischer soll mal, wenn der kommt, ja. der soll mal 2 kaufen, hör mal.
Einmal ein ganz besonderes Ende. Vielen Dank für die Infos. Ist wirklich ein tolles Projekt. Und natürlich dir, Rüdiger, vielen Dank für deine Einschätzung. Rüdiger, danke für die Einladung. Alles klar, mein Junge. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich. Ja, am 5.5. 5.5. ist die Aktion. 5.5. dann einschalten. Das wird überall in den Medien, wird das noch zu sehen sein, wo man dann den Livestream auch haben kann auf Colorful Art of Football. Schaltet dann auch ein. Machen wir. Und ansonsten, wir sehen uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Düsseldorf. Glück auf. Glück auf.